So, ja. Läuft. Wenn der Chat aber hier eingeblendet wird, dann kann ich es ja. Sehr gut. Okay, neues Location, neuer. Sieht alles ganz neu aus. Ja, ich habe jetzt vom letzten Part zu diesem Part, also vom letzten Stream zu diesem Stream, mal ein bisschen was geändert. Hab die Bildschirmaufnahme ein bisschen nach links gerückt und den Chat eingeblendet. Ich hoffe, euch gefällt's. Gut, wir spielen weiter, da wo wir aufgehört haben. Seid gewusst zu einem neuen Part, zu einem neuen Stream. Es schnappt euch aus mit dem Zwergenfürst. Gut, es ist wirklich herrlich. Die Verzögerung ist wirklich minimal. Ja, 3-4 Sekunden Streamverzögerung haben wir jetzt noch drin. Das freut mich außerordentlich. So, hier im Aufenthaltsraum haben wir eigentlich im letzten Stream schon so gut wie alles erledigt. Geh zur Tür. Versuche mal hier rauszukommen. Da gibt es noch einige mehr Türen, die wir noch nicht erkundet haben. Aber erstmal müssen wir hier die Pflanze beschmieren. Pflanze. Gleich mal ihren Namen drauf geschmiert. Okay, können wir nicht noch die Blätter beschmieren. Schade. In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre Cave. Die Standardphrase. Jo. Das Plakat können wir noch beschmieren, oder? Plakat. Überall schreibt sie ihren Namen drauf. Autogrammstunde heute. So sieht's aus. Ich habe mal gehört, dass Pflanzen besser wachsen, wenn man ihnen was vorsingt. Bitte nicht. Nein. Skibidi bibidi bubidi babam babam dab dab du du du. Yeah. Leider habe ich kein Maßband. Mich würde interessieren, ob ich Erfolg hatte. Tja. Hoffen wir's. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Mit Pflanze. Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Ich weiß, was ich gesagt habe. Haha. Geniale Wortwitze. Hier, ein wenig Dünger. Och nö. So, den Wasserbecher auch noch wegwerfen. Ich stelle ihn einfach dahin. Da stört er niemanden. Och nö. Oh, okay, wir haben den Wasserbecher noch. Ich dachte, den haben wir jetzt weggeschmissen. Einen anderen Wasserbecher haben wir dort hingeworfen. Da steht er. Da steht er, der Peter. Hier kann ich den leider nicht loswerden. Gut. Ich hab nur unbrauchbar. In diesem Bild hängt Nützlich Boy Suchplakate für Unbrauchbarkeit in der Straße vom Tiefparterre Cave auf. Okay. Inspektor Konrad begibt sich auf die gefährliche Suche nach den verschwundenen Löffeln. Wer entführt unbescholtene Löffel? Und wozu? Dieser Fall wurde immer mysteriöser. Da hat wohl jemand den Löffel abgegeben. Lecker. So, da haben wir einen neuen Nagel. Das haben wir noch nicht probiert. Woody, Woody, Woody. Woody. Oh. Ja. Ich mitmachen? Klar! Woody, Woody, Woody! Woody, 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 Woody! Woody, Woody, Woody! Und jetzt alle zusammen. Woody, Woody! Was machen wir hier eigentlich? Benutze Poloschläger mit Plakat. Genau. Ach so, klar. Woody, Woody! Ich Woody wusste nicht Woody, wie es gemeint Woody war und dachte, ich biete mal was an. Woody, Woody! Sehr schön. Das kommt dadurch, wenn man alles mit allem kombiniert. Da hat man manchmal, ja, benutze Poloschläger mit Plakat. Da kommt halt mal sowas dran bei heraus. Das ist, ja. Der Poki, lassen wir den mal reden. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Edna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht
kaputt schneiden können. Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall. Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit den Spuckekugeln und mit den Kaugummis, dass sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Wir brauchen eine Zickzackschere. Wir müssen eine Zickzackschere suchen. Und Senf und Kaugummi und Spuckebällchen. Oh, ach du Schande. Oh, Yari Nestel meldet sich im Chat. Hey, ein der. Ihr könnt es ja sogar heute mitlesen, was der im Chat schreibt. So ein Luxus habt ihr. Muss ich nicht mehr vorlesen. Kann ich, aber muss ich nicht. Hallo, Ratte. Ratte hieß du doch oft. Bist du's? Ratte auf Discord. Hieß du. So war dein Discord-Name. Die Ratte ist hier. Wir haben Ratten im Haus. Jupp, die Ratte ist er. Oh, hallo. Bienenmann. Und bevor wir mit ihm reden, die Zickzackschere, die Zickzackschere. Jo, die brauchen wir und die nehmen wir uns gleich mit. Erstmal ist noch Pookie reden. Ja, wir befinden uns nun in dem Raum der Beschäftigungstherapie, wo wir auch einen meiner Lieblingscharaktere mal wieder treffen, und zwar den Bienenmann. Ja, der Bienenmann ist halt so ein bisschen eins der, für mich persönlich, so ein bisschen zu einem der Symbole für Erdenabbricht ausgeworden. Also als Charakter trägt so irgendwie die ganze Stimmung, weil er halt irgendwie diese Schere zwischen Albernheit und Ernst halt irgendwie in seiner Person vereint. Ich liebe den Dialogpart, wo Edna, also ist, glaube ich, auch eine obskure Item-Reaktion, die man gar nicht unbedingt machen muss, wo Edna und der Bienenmann das Wort Opossum durchdeklinieren, weil sie sich darüber streiten, wie die Mehrzahl von Opossi ist, und dann fangen sie halt an, von vorne durchzudeklinieren, weil beide halt offensichtlich eine gute Lateinausbildung haben. Opossum, Opossi, Opposso, und dann korrigieren sie sich, entsteht dieses Wortgemenge aus Opossi, Opossorum, das halt niemand mehr so richtig nachvollziehen kann, außer die beiden, das ist total logisch. Das ist schön, dass sie halt nachher irgendwie in irgendwelche Fantasieworte, also aber als wäre es abgesprochen zwischen den beiden, halt irgendwie abgleiten. Und halt einfach irgendwelche plötzlich in Obladi, Oblada reinrutschen, so, und beide machen es einfach kommentarlos mit. Das ist schön. Hier erkennt man in dem Raum übrigens auch, dass die Objektkommentare und auch die Grafiken der Verwüstung sozusagen tatsächlich zu einem viel späteren Zeitpunkt erstellt habe, nämlich nach Firmengründung von Dedelic. Denn wenn man den Kugelschreiber mit der Leinwand im Hintergrund benutzt, zeichnet Edna eine Fae mitunter. Ich glaube, es gibt sogar drei Spoiler Orte, doch nicht alles Pookie, das ist kann, je nachdem, was man als erstes macht. Aber sie kann auch eine Fae an die Leinwand zeichnen. Und das ist sogar schon die Fae, die nachher auch bei uns im Spiel ist. Recht erstaunlich ist, weil das ja Pookie, hör auf zu spoilern, in der Firma gewesen sein muss. Und dafür, dass das Spiel so spät rauskam. Schnauze! Krass. Das Allerwichtigste in diesem Raum für mich ist allerdings das Kunstwerk mit dem Generalschlüssel. Das ist einfach eine unglaublich dreiste Idee, glaube ich, dem Spieler gegenüber. Es geht ja im ganzen Spielteil darum, den Generalschlüssel zu finden. Und da baumelt halt einfach ein Generalschlüssel dran. Und weil Edna halt nun mal ein Charakter ist, die Kunst respektiert, wird sie ihn halt nicht anfassen. Also die ganze Kunst dieses Generalschlüssels besteht ja darin, dass er dort frei baumelt, aber dadurch, dass er halt Kunst ist, man ihn halt nicht anfassen und mitnehmen kann und benutzen kann, wie er eigentlich ist. Und das macht das Kunstwerk halt nur noch genialer und bringt Edna noch mehr dazu, ihn halt nicht zu nehmen und ihn nicht zu benutzen. Je mehr sie ihn benutzen will und halt eigentlich tatsächlich mitnehmen will, desto genialer wird das Kunstwerk, und es bleibt immer ein Stück stärker als sie. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler mitgemacht hat, dass irgendjemand den Gedanken dahinter halt irgendwie tatsächlich, ich glaube, die meisten haben sich einfach geärgert, aber ich finde es einfach sehr schön. Hat er fertig geredet? Ist er fertig geworden? Das war ein sehr langer Kommentar. Wir müssen das unbedingt mal machen, dass wir zukünftig erst die Räume angucken, erst durch die ganzen Räume gehen, alles mit einem kombinieren, dann erstmal die Räume erkunden, also vielleicht nicht alles mit einem kombinieren, aber erstmal mit den Leuten sprechen, die Sachen uns alle angucken und dann erst den Audiokommentar anhören. Das wäre sonst, das ist
Der Pookie, der spoilert ziemlich gerne. So, jetzt nehmen wir uns erstmal einen Zickzackscherer. Sehr gut, wir haben eine Zickzackschere und jetzt wissen wir auch schon, was wir damit machen können. Pflanzen zerschneiden. Nein, er ist eine richtige Wuchtbrumme. Du sollst doch nicht den Bienenmann nehmen. Wachsstifte. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Okay, Spielst du Polo? Nicht mehr. Die Pferde haben zu viel Angst vor mir. Aber ich bin ganz gut im Eis noch gestochen. Warum fragst du? Nicht wichtig. So. In diesem Bild zähmt Captain Unbrauchbar die Bienenkönigin. Fantastisch. Aber jetzt reden wir mal mit ihm. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Du kannst mich ruhig Edna nennen. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Harvey ist der Beste. Nettes Outfit, Alter. Das fangen wir einfach mal an. Vielleicht weiß irgendwann mal einer einen Weg. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Von dem habe ich schon gehört. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Sehr schade. Warum hat man dich hier eingesperrt? Kann ich mir nicht denken. Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Ach was. Sag doch nicht sowas. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Die sind doch immer. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Tja, die bösen Medien. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Nicht mit den die Bienen? Insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire. Um die Modebranche zu boykottieren. Realsatire, genau das ist es. Und letztlich? Das ist immer eine gute Antwort. Um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Ja. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Was? Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Lecker. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Boah. Ich sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ich fürchte, wir müssen Ihnen einen Kaffee besorgen. Oder etwas Ähnliches. Ein Heißgetränk auf jeden Fall. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Wir müssen ihm einen Kaffee wegen meiner Allergie besorgen. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich bezweifle, dass es hier echt einen Kaffee gibt.
Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Ach so, ja gut, Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Das sagtest du bereits. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ich weiß auch schon, wo wir den Kaffee herbekommen. Ich mach dann mal eine Fliege. Aber ich weiß gerade nicht, wie wir dorthin kommen.